Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam einen Liebesbrief machen von deinem Gegenüber an dich. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Wir werden gleich zwei Kartendecks auslegen und die dann intuitiv ziehen und zuallererst nämlich eine Hauptenergiekarte. Wir haben hier die Pass-Live-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Ja, vielleicht habt ihr einfach einen Vertrag abgeschlossen, ja, und solltet euch jetzt in diesem Leben wieder begegnen. Genau, das ist schon mal so eine Seelenpartnerschaftskarte. Jetzt lass uns mal die zwei Decks auslegen und dann schauen wir mal, was dein Gegenüber dir zu sagen hat. Na, das ist diese Past-Life-Beziehung, da hat man irgend noch eine Aufgabe zu lösen, man kommt nicht voneinander los. So, das kann natürlich für immer dann vorbestimmt sein oder einfach für einen Zyklus. So, jetzt schauen wir aber mal, was die Botschaft ist für heute von deinem Gegenüber. Was möchte er dir mitteilen? Okay, dann fangen wir mit dem Tarot mal an. Also, wir haben hier die 6 der Münzen. Das ist an sich schon mal eine sehr schöne Karte, weil die 6 der Münzen einfach auch dafür steht, dass er möchte, dass da so ein gewisses Gleichgewicht in eurer Verbindung herrscht. Ja, das heißt, dass er dir auch gerne etwas geben möchte, nicht nur nehmen möchte. Das finde ich an sich eine sehr schöne Energiekarte. Lass uns noch eine andere Karte nehmen. So, wir haben auf Wolken schweben. Ja, dein Gegenüber, der schwärmt zurzeit sehr stark von dir. Ja, so am liebsten, so, dass der schwärmt so stark von dir, dass er dir eben irgendetwas auch überreichen möchte. Dass er dir vielleicht aus irgendeiner Not heraus helfen möchte oder wenn du einen Ratschlag brauchst, dass er am liebsten der erste Ansprechpartner auch für dich gerne sein möchte. So, dann schauen wir weiter. Ja, wir haben hier Judgment, die möchte ich auch noch mal klären. Und die Heilung, das finde ich sehr schön, gerade diese zwei Kombinationskarten. Ne? Man sieht hier so schön, hier wird etwas freigelassen und wir haben hier auch die Heilung. Das heißt, und wir hatten ja auch am Anfang die Past-Life-Beziehung. Diese Begegnung zu dir hat ihm etwas aufgezeigt. Und zwar etwas, dass er etwas Vergangenes loslassen möchte, was ihn blockiert hat, was vielleicht auch noch eine tiefe Verletzung in diesem Menschen war. Vielleicht ist es sogar auch bei dir, dass ihr euch gegenseitig etwas aufzeigt, was hier losgelassen werden darf und dass ihr sozusagen gemeinsam in die Heilung geht, in den Wachstum geht. Und dieser Mensch hat quasi mit dir das Gefühl, dass er sich auch vor allem spirituell und persönlich mit dir gemeinsam weiterentwickeln kann, dass du ihn da auch wirklich sozusagen die Augen öffnest und ihn auch sehr bereicherst. Ja, das finde ich eine sehr schöne Karte, weil das einfach auch so für Wachstum steht. Das sieht dein Gegenüber in eurer Verbindung. So, dann haben wir hier die 6 der Stäbe. Ja, dieser Mensch wünscht sich tatsächlich eine Erfolgsgeschichte zwischen euch beiden. Ja, vielleicht bist du einfach auch die Person, die ihm noch nie seine tiefsten inneren Wunden oder einfach auch so dieses Tiefe in ihm aufgezeigt haben. Und du hast ihn damit sehr nah berührt, auch emotional, ne, im positiven Sinne. Und dieser Mensch sieht quasi sozusagen die Reise mit dir gemeinsam als Erfolgsgeschichte an, beziehungsweise wünscht sich auch, dass ihr gemeinsam erfolgreich diesen Lebensweg auch weitergeht. Genau. So. Dann haben wir hier die Zärtlichkeit. Ja, er spürt einfach zu dir diese zarten, diese sehr intimen Momente. Ne? Er fühlt sich zu dir sehr, sehr nah und er liebt es auch, dich in seiner Nähe zu haben. Einfach, ob es wirklich auch herzerwärmende Gespräche sind, Hautkontakt ist. Er genießt das einfach mit dir, diese Gemeinsamkeit und auch diese Berührungen zwischen euch. Also er ist sehr gerne in deiner Nähe und spürt dich auch sehr gerne. So, dann haben wir den Ritter der Schwerter. Mir scheint es so, dass er, ja, wir haben ja am Anfang auch schon gesehen, er möchte dir etwas überreichen, ne? Weil irgendwie hat er das Gefühl, er möchte dir etwas zurückgeben und er ist irgendwie sozusagen sehr stark von dir magnetisch angezogen, sodass er immer wieder auch deine Nähe sucht. Er möchte deine Nähe spüren.
Vielleicht, lass uns mal schauen, möchte er dir auch noch etwas zusätzlich mitteilen. Ja, wir haben hier das Loslassen. Und hier hatten wir am Anfang auch, ich zeige nochmal die Karte. Das ist ja auch eine Heilungskarte, wie man hier drauf sieht. Und hier hatten wir ja schon das Judgment. Und ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber dir das auch mitteilen möchte, was du in ihm ausgelöst hast, was er jetzt hier loslassen möchte, eben um den Weg zwischen euch beiden auch frei zu machen. Das nehme ich hier wahr. Also das ist hier eine Heilungskarte, sozusagen auch etwas Positives. So, dann schauen wir weiter. Oh, guck mal. Ja, du bist die Sonne in seinem Leben. Ja, du gibst ihm einfach so dieses tolle Gefühl von, toller Energie, tolle Laune, großes Glück. Mit dir hat er das Gefühl, diesen Jackpot geknackt zu haben. Ne? Also er hat hier sowas von ein tolles Bild von dir und er sieht dich als aus den Augen der Liebe heraus. Ja, du bist so ein leuchtender Mensch in seinen Augen und das möchte er auf jeden Fall beibehalten in seinem Leben. Mit dir kann er sich tatsächlich das große Glück auch vorstellen. So. Und die Romantik. Ja, und die Romantik, die ist hier auch angezeigt. Ja, die innigen Gefühle, die tiefen Gefühle. Also ich habe hier das Gefühl, der Mensch, um den es hier geht und um den es für dich hier geht, vielleicht habt ihr beide auch sogar das Gefühl, dass ihr noch nie jemanden vorher getroffen habt, wo man diese Vertrautheit, dieses innige Band auch gemeinsam gespürt hat, ja. Und dieser Mensch möchte mit dir noch ganz viele romantische Stunden verbringen. Der möchte mit dir auf Urlaubsreisen gehen. Der möchte mit dir Zeit zu zweit verbringen. Das ist ja echt ein schönes Kartenbild bis jetzt. Lass uns mal weiterschauen. So. Ja, und der Ritter der Münzen, der Mensch macht sich hier für dich bereit. Also, da geht's auch, wie gesagt, was wir am Anfang gesehen haben, um das Thema Loslassen. Ne? Er möchte jetzt diese Konflikte, die noch in ihm vielleicht waren, die du ihm aufgezeigt hast, möchte er jetzt in die Lösung bringen, damit er hier wirklich dann auch sich bereit macht für eine wunderschöne Zukunft zwischen euch beiden. Ja, so auch sich generell in allen Lebenslagen auch stabilisieren möchte. Und hier haben wir schon mal auch den Fehler. Da gucken wir jetzt auch mal nach einer Erklärungskarte, was dieser Fehler hier bedeutet. So, der Stern, da hätte ich noch gerne, ich mache mal den Ritter der Münzen weg und ich hätte noch gerne eine Klärungskarte auf den Fehler und auf den Stern. Mir kommt es tatsächlich so vor, aber lass uns mich jetzt erstmal noch weiterschauen. Oh, und der König der Kelche, ja, das hatte ich jetzt ja auch als Impuls. Mir kommt es mal so vor, dass dieser Mensch manchmal denkt, das ist hier zu schön, um wahr zu sein. Ne, das ist so wie, als wäre diese Sternschnuppe auf ihn gefallen, diese große Wunscherfüllung, nachdem er sich so lange gesehnt hat, wo er das Gefühl hat, wirklich auch sein Herz öffnen zu können. Und dann kommt wieder so ein bisschen so dieser Zweifel, das ist doch alles so schön, um wahr zu sein, kann das hier wirklich meine Realität sein? Wo ist der Haken? Ja, wo ist hier der Fehler in der ganzen Geschichte? Das nehme ich hier bei diesem Menschen wahr, aber das nehme ich nicht als Hauptenergie wahr. Dafür sind auch die anderen Karten einfach zu gut. Gut, lass uns mal weiterschauen. Wir haben hier die 8 der Schwerter und die möchte ich gerne auch noch mal abklären. So. Und die Abwehrhaltung. Ja, das kann eben nämlich hier dadurch kommen, ne, dass dieser Mensch manchmal dazu neigt, in die Abwehrhaltung zu gehen, weil wir ja eben schon gesagt haben, das ist doch hier zu schön, um wahr zu sein. Ne, da kommen dann vielleicht wieder so alte Erinnerungen hoch. Vielleicht wurde dieser Mensch einfach auch schon mal tief verletzt. Ja, ab einem bestimmten Alter haben wir das alle irgendwie schon durch. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dieser Mensch auch auf Abwehrhaltung ab und zu mal geht oder dazu neigt zu gehen. Das kannst jetzt du natürlich am besten sagen, aber grundsätzlich nimmt dieser Mensch dieses große Glück mit dir gemeinsam wahr. Er kann es eben manchmal nur nicht fassen, dass das so schön ist, ja, und fragt dann auch manchmal in vielleicht irgendwelchen Momenten, stillen Momenten, wo ist hier der Fehler? Oder sieht vielleicht einfach auch in seinem Umfeld, was vielleicht manchmal alles schief laufen kann. Und dann fragt er sich natürlich auch, bei uns ist das irgendwie alles Rundum-Paket,
wo ist hier der Haken, das nämlich hier tatsächlich war, wo er sich auch natürlich manchmal dazu neigt, selber in seinen Gedanken einzusperren, ja, also dann irgendwie in so einen Tunnelblick auch manchmal zu geraten. So, dann nehmen wir noch zwei Karten. Also, wir haben hier die 9 der Kelche, ja, aber im Endeffekt, er weiß, auch wenn er manchmal so irgendwie denkt, das ist zu schön, um wahr zu sein, ist das einfach hier seine Wunscherfüllung mit dir gemeinsam, ja, das ist so, mit dir fühlt er sich total leicht, total frei, wenn ihr gemeinsam die Momente verbringt. Und wir haben ja auch schon gesehen, er wünscht sich mit dir einfach noch viele romantische Stunden, möchte mit dir sozusagen auf eine gemeinsame Lebensreise gehen. Haha, hier ist auch schon so dieses, das ist zu schön, um wahr zu sein. Hier hat er nämlich Angst, Entschuldigung, dass du ihn vielleicht auch benutzen könntest. Ne? Vielleicht hat er eben auch schon genau in so einer Hinsicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, projiziert das jetzt natürlich auch auf dich. Das muss überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Es kann einfach sein, dass dieser Mensch schon mal das Gefühl hatte, benutzt zu werden. Und dann, solange das eben noch nicht verarbeitet ist, dieses Feld, projiziert man das ganz gerne auch auf seine Mitmenschen oder hat eben diesen Wahrnehmungsfilter auch an. Und da ist er, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig und hält so ein bisschen die Augen wach, ja. Vielleicht hat er sogar das Gefühl, weil du so leuchtest wie die Sonne, weil du so erstrahlst, dass du einfach auch jederzeit einen anderen Menschen haben könntest oder sehr erfolgreich auf dem, Partnermarkt bist, ja, und da ist so eine kleine Urangst, die bei diesem Menschen einfach auch herrscht. Aber dadurch, dass wir auch sehen, das ist so eine Past-Life-Beziehung, ist halt auch eben das Band, sehr stark zwischen euch. Genau, lass uns mal zum Abschluss noch eine Liebesbotschaft nehmen, bevor wir hier diesen Liebesbrief beenden. So, romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Ja, das nehme ich hier definitiv auch wahr. Ja, ich glaube, dieser Mensch braucht einfach noch ein bisschen Sicherheit, dass das einfach auch wirklich mal so schön sein kann, ohne dass da mal irgendwie so 10 Haken dabei sind. Da darf er noch dieses Vertrauen haben oder wenn da alte Erinnerungen hochkommen, dass nicht neue Erfahrungen mit den alten einhergehen müssen, überhaupt nicht. Ja, aber hier hat Amors Pfeil getroffen und er ist total verliebt in dich, ne? Also hier in dieser Legung ist die Liebe dir auf jeden Fall sicher. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!